Willkommen am Niederrhein. Viele tausend Menschen besuchen jährlich die Produktionsorte unserer Sand- und Kiesgruben und erleben dabei, wie spannend und vielfältig die Themen Arten- und Naturschutz, Kiesgewinnung, Rekultivierung, Nachfolgenutzung und Hochwasserschutz sind. All das haben die Unternehmen des Initiativkreises Zukunft Niederrhein nun erstmalig in einer 14-tägigen Sommeraktion gemeinsam präsentiert. Im Rahmen der Natur- und Erlebniswochen zeigen die Kies- und Sandunternehmen einer breiten Öffentlichkeit, wie sie was produzieren und welchen verantwortlichen Umgang sie dabei mit Natur und Landschaft pflegen. Wir erleben am Niederrhein von Jahr zu Jahr steigende Zahlen an Touristen. Viele Menschen schätzen dabei die einzigartige Natur, die typischen Auenlandschaften und die vielen Freizeitmöglichkeiten rund um die Seen. Gerade auch die Baggerseen sind für die Anwohner ein Teil der niederrheinischen Heimat. Das war ein bisschen Wildwuchs ist. Absolut. Und das sah ja früher mal richtig kahl aus. Ja. Interessant. Ein sehr artenreicher Landschaftsstrich ist, der deswegen so artenreich ist, weil das stattgefunden hat, was stattgefunden hat, nämlich diese Abgrabung und die Renaturierung. Das war vorher hier definitiv nicht so. Alle Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Wasserwirtschaft finden umfassend Eingang in die Planungen, bei denen oftmals bis zu 40 Behörden und Institutionen beteiligt also sind. Also in keinem Naturschutzgebiet, sondern nur in den Abgrabungen. Kuckuckslichtnelke, die gibt es ja hier auch. Die gibt's auch hier. Also sehr interessant. Ich hätte nicht erwartet, dass eine solche Vielfalt auf nicht bewirtschafteten Boden existieren kann. Vorträge und Symposien beleuchten die relevanten Themen oft ganz neu. Auch über den Rand des heimischen Baggersees hinaus. Ich freue mich sehr auf spannende Vorträge, intensive, vielleicht auch kontroverse Diskussionen. Ein Symposium, wie es hier gerade stattfindet, fördert zum Beispiel den Dialog über den Nutzen nachhaltiger Rohstoffwirtschaft und den Umgang mit den Aspekten von Landschaftsveränderung. Oft stellt man dabei auch gemeinsame Interessen aller Beteiligten fest. Es ist ganz wichtig, dass man die verschiedenen Akteure versucht zusammenzubringen. Also ich denke, die Wissenschaft kann wirklich den Dialog versuchen herzustellen. Die Region mitgestalten wollen, dass wir Verantwortung für die Entwicklung der Region, für Mensch und Umwelt übernehmen wollen. Die rekultivierten Landschaften bieten ideale Voraussetzungen für eine praxisorientierte Umweltbildung. In den zahlreichen Feucht- und Trockenbiotopen, den Naherholungsgebieten mit Wiesen und Wäldern, lassen sich Tiere und Pflanzen aus nächster Nähe beobachten und erforschen. Der ist schnell. Mit der einen Schiebe, mit der anderen musst du drehen. Schnecken, Wassermilben. Hier vorne ist ein Freier. Oh ja, der ist schön. Wussten Sie, dass viele Badeseen am Niederrhein ehemalige Kiesgruben sind? Ich begrüße den Namen der Firma Hülskens recht herzlich. Diesen Seestern. Aus ehemaligen Abbaugebieten entstehen nicht nur Naturschutzgebiete, sondern auch Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten für die Menschen in der Region. Jetzt hier zum Beispiel haben wir einen See, jetzt haben wir, was weiß ich, Strandbad, jetzt haben wir Jugendherberge. Wenn wir gleich hier links abbiegen in die Waderförde, dann haben wir Natur wieder. Vielfältige Wassersport-, Erholungs- und Urlaubsmöglichkeiten haben die Lebensqualität der Menschen in der Region verbessert und für die jeweiligen Kommunen einen touristischen Mehrwert geschaffen. Sehr schön, sehr interessant. Eine tolle Kombination aus Natur und Freizeitgestaltung hat mir sehr gut gefallen. Wussten Sie, dass das hier mal ein Baggersee war? Ja, das wusste ich. Wann von Keveler gesagt wird, Mensch, wir brauchen doch noch mal was für die Bevölkerung. Kontrolliert wird, dass auf freiwilliger Basis ein Vogelmonitoring durchgeführt wird.
Auewälder und auedynamisch gestaltete Ufer- und Rheinvorlandbereiche zum Beispiel gibt es oft nur dort, wo sie von der Kiesindustrie als Natur wiederhergerichtet worden sind. Der Niederrhein hat die bedeutendsten Kies- und Sandlagerstätten in Europa. Unser Kies und Sand hat eine besondere Qualität und ist deshalb ein wichtiger Rohstoff, zum Beispiel für das Bauen und Wohnen. Unternehmen öffnen ihre Tore. Wissenswertes rund um Gewinnung und Produktionstechnik erfahren die Besucher. Hier zum Beispiel eine vierte Schulklasse bei den vielen Besichtigungstouren, die die Unternehmen immer wieder anbieten. Was ist, wenn da mal ein Fisch reinkommt? Hier sind noch nicht so viele Fische. Vorne, das mit dem Wasserstrahl, kommen die Fische dann nicht in der Nähe. Eine besondere Attraktion? Ein geborgener Mammutzahn. Sand- und Kiesunternehmen sind auf vielen Ebenen mit der Standortregion vernetzt. Das macht sie zu einem stabilisierenden Faktor. Im Dialog mit Verwaltung, Politik und Bevölkerung sowie den Vereinen, Verbänden, dem Naturschutz und der Wirtschaft schaffen wir hier gemeinsam Zukunft für die Region. Lebensqualität, Freizeitpotenzial und wirtschaftliche Entwicklung.